Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu den ganzen Spielen Civilization 5. Wir gewinnen nicht, aber wir haben Spaß. Und außerdem ist das Spiel gerade abgeschmurgelt. Ich hoffe mal, dass es diesmal stabil bleibt. Autosave sei Dank, können wir hier in einer sehr aussichtsreichen Position weiterspielen. Wir brauchen auf jeden Fall mit dem Unmengen an Geld, das wir haben, weitere Artillerien. Sobald wir das Geld haben, von dem ich rede, machen wir das auch. Die Korinthianer freuen sich bestimmt über einen Zirkus, um weiter glücklich zu sein. Die Fregatte frikattiert weiterhin hier oben ihre Zeit, genauso wie du. Viel Erfolg dabei. Ich glaube, das haben wir jetzt alles schon gemacht, ne? Sorry für die kleine Überschneidung. Es ist, wie gesagt, ein Autosave. Wir haben gegebenenfalls wegen der Weltkriege Kultursieg an. Wäre das hier? Muss nur noch kulturell bei zwei weiteren Zivilisationen werden, um einen Kultursieg zu erreichen. Wow. Dass es wirklich über Kultursieg schaffen wollen. Abgeordnet zum Gewill des Weltherrscher 40 und ich habe ihm 10 gegeben. Wow. Können wir auch 0? Wir haben ihn ja gesagt, wir geben ihn einen, aber. Oh, gib mir Kupfer. Jawohl, ja. Noch minus 1. Großer Musiker wird nächste Runde entstehen. Bin ich mal gespannt. Heilsweg geplündert. Großer Musiker. Kann Politik entführen. Jetzt wird alles wieder gut. Burgmilitärstützpunkt und Arsenal. Ich dachte, wir hätten mehr Militärstützpunkte. Aber andererseits haben wir auch nur 4 Städte, 5 Städte. 4 davon, die funktionieren. Und wir haben einen Zerstörer. So sieht es nämlich aus. Der gegen die dänische Schlachtschiff- und Flugzeugträgerflotte da wenig Chancen haben wird. Wenn es dann soweit ist, wir werden nichts mehr bekommen. Das ist sehr kurios. Lufttransportmodus. Weil wir. Und wohin willst du Luft transportiert werden? Doch nur wohin, wo wir auch einen weiteren Flughafen haben. Haben wir nicht. Wir wissen nicht mal, was ein Flughafen ist. Plastik. Wir brauchen 8 Runden, bis wir wissen, was Plastik ist. Wobei, ich glaube, rein technisch gesehen, wo ist der Flughafen denn? Der müsste doch dann. Ja, beim Radar. Ja, Jäger, Fallschirmjäger, Bomber. Alles Zeug, wofür man eigentlich kein Plastik braucht, ne? Nun gut. Ich glaube nicht, dass wir unser Ziel erreichen werden, riesige Killerroboter zu bauen. Selbst wenn wir die bauen, werden wir sie nicht einsetzen können. Wobei, gucken wir mal. Geh doch mal dahin. Gucken wir mal. Nächste Runde. Bautrupp. Automatisiert wirst du hoffentlich die Straße bauen. Und Blauzahn schmiede Pläne gegen uns. Aber da die Welt ja gerade in einem riesigen Krieg ist. Er will uns Kakao für wie viel abkaufen? Annehmen. Das ist die Kohle, können wir gebrauchen. Ja, da kämpfen sie. Die Diplomatie zeigt, dass die Weltpolitik Inka, Dänemark schon schonen. Alle kämpfen sie gegeneinander. Und wir sind die Friedenshüter. Hafen, Werkstatt. Auf lange Sicht ist die Werkstatt hier gut. Hier und da wird ein Pentagon gebaut. Und wir haben mit Agrippa die nächste große Persönlichkeit bei uns. Das ist die Artillerie hier oben.
Und wir werden alle hier, hier und hier landen. Und dann gehen wir 1, 2 runter. 1, 2, 1, 2. Ja. Genau, mit großem General dazu. Und hier müssen wir halt mal gucken, was wir machen können. Mit dem Zerstörer können wir uns schon dem Flugzeugträger, einem Schlachtschiff gegebenenfalls entgegensetzen. Aber wollen wir das dann direkt machen? Das wäre doch eine Idee. Die finde ich gut. Wir haben ja Einheiten ohne Ende hier. Quasi. Null Gold pro Runde. Was ist da los? Okay. Ja, da wird es Zeit, dass wir hier und da mal eine Einheit verlieren. Wir gehen rein. Krieg erklären. Von ihnen. Wir bekommen richtig viel von ihnen, ne? Minus 4. Das wird doch hoffentlich auszugleichen sein. Das wird doch hoffentlich auszugleichen sein. Sie hat Gewürze. Gönnt sie nicht. Das sind wir. Bayerte. Elfenbein. Auch nicht. Ha. Und wir haben sowieso nichts. Ha. Okay, können wir nicht so einfach aufgreifen. Was wir aber machen wollen, ist den Flugzeugträger zerstören, nicht wahr? Okay. Die Stadt nimmt auch ein bisschen was mit. Dann können wir unseren Lancier hier aus oder hier rüberstellen. Bis wir Vorfahren angreifen. Nein. Jetzt ist uns ein Archäologe im Wege, um hier die Weltherrschaft an uns zu reißen. Das ist ja mal wieder klar. Was wir aber machen können, ist mit unseren Bombern agieren. Wir können mit unseren Bombern hoffentlich diese Einheit zerstören. Das wäre richtig gut. Außerdem können wir auf diese Einheit gehen und auch die zerstören. Das ist richtig gut. Gehen weiter vor. Und sind ja ganz gut aufgestellt. Ja. Ja. Und ja. Mehr haben wir aktuell nicht aufzubieten. Schauen wir mal, wie Dänemark hier reagieren wird. So gut können sie ja nicht sein. Kakao. Habe ich 2 Kakao? Offene Grenzen? Nee, das ist viel zu wenig. Viel zu wenig. Da geht noch mehr. Und da taucht ein weiteres Schlachtschiff auf. Das wir mit guten alten Frikadellen angreifen werden. Und noch eine Bombereinheit. Sehr gut. Dann können wir weiter Richtung Musunkani aufpressen. Und sind da ganz gut aufgestellt. Wir haben hier oben schon die ersten Einheiten verloren. Können wir mit dem Bomber einer von euch kann weiterfliegen als alle anderen und kann hier zerstören. Sehr gut. Dann haben wir hier die Gelegenheit, ihn zu zerstören. Sehr gut, sehr gut. Und damit ist doch schon mal ein großer Schritt getan. Minus 28, das tut gut zu sehen, dass das jetzt mal hier Früchte trägt.
Wollen wir hier stehen bleiben und riskieren, von ihm getötet zu werden, oder wollen wir zurück wassern einfach? Ich bin fürs Wassern gut zu ha gern zu haben. Gehen hier weiter nach vorne, können hier nichts weitermachen. Können hier so ein bisschen gucken, was so geht. Und das war's dann auch. Für diese Runde, bevor mit deiner nächsten Runde mit dem Bomber wieder klarkommen. Militärakademie gibt uns plus 2 Zufriedenheit. Burg gibt uns plus 1 Zufriedenheit. Aber 7 Runden für eine Burg. Wo gibt's das denn heutzutage noch? Irgendwas aber noch da gehört. Flugzeug stationiert. Das sieht man nicht so gern, aber nun denn. Da unten habe ich was gesehen, müssen wir gleich rein. Waffenkammer gibt uns Zufriedenheit. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier weit genug fliegen können. Das ist nicht der Fall. Deshalb müssen wir hier rüber. Und da können wir auch nichts machen. Und da sowieso nicht. Teamwork ist safe. Wir werden auch hier noch einen Stellungswechselmodus nach Sparta. Geht das? Nee, ist zu weit weg. Dann Athen. Hier oben hat die Einheit sich entschieden, alles aufzugeben. Das soll uns recht sein. Wir kommen hier mit. Wir kommen eins nach. Oh, nee, Quatsch, da bist du ja. Geh zurück. Der Frachter wird weiter nach Cusco geschickt. Und dann schauen wir mal. Wir haben die Möglichkeit, Schaden durch Abfangen zu reduzieren. Und das machen wir auch direkt. Jetzt ist nämlich der Abfang, das ist bestimmt ein Jäger. Der kann jetzt nicht mehr viel machen, ne? Ne? Hier müssen wir auf die Einheit draufgehen. Zack und zack. Und, oh, okay, einen Bomber brauchen wir noch. Okay, nur minus 1. Dann gegen Städte, auch wenn das richtig viel Trefferpunkte kostet. Aber da geht wenigstens was. Minus 16, minus 14. Ne? Immerhin. Ich spiele beim letzten Mal, wo es nur minus 8 oder so war. Okay. Einheit befördern. Nehmen wir die Sofortheilung oder gegen Fernangriffe und gehen hier rein einfach und heilen. Dann kannst du hierhin plündern und gesunden. Wir kommen hier rüber, wir kommen hier rüber und bleiben da schön eng zusammen. Du gehst in die Stadt und heilst dort direkt. Fyrus bleibt auch da. Nächste Runde. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Alle sind sehr einflussreich bei uns. Nun denn. Er kann wirklich hier mit einem Kniff die Artillerie zerstören. Wow. So, wo ist hier unten die Einheit hin? Ist nicht mehr da. Sorry für das Flugzeuggeräusch im Hintergrund. Aber das geht mal so schnell nicht mehr weg. Nochmal plus 2 Einsatzreichweite. Wieder gegen die Stadt. Gehen hier hoch. Sehen ihn, versuchen ihn hier so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Okay. Okay. Bringt es was? Minus 1.
minus 13. Hä? Das hat nie aktualisiert, oder was? Wir haben zwei Flugzeuge verloren. Wir haben zwei Flugzeuge verloren. Weil es nicht aktualisiert hat bei der... Ah, Mann, 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 Mann. Ah. Ah. Gut, wir haben zwei Öl. Wir können jetzt Landfahrzeuge kaufen. Wir haben 51 Gold. Wir können keine Landfahrzeuge kaufen. Aber Mosumkani ist schon im gelben Bereich. Immerhin. Er hat hier den Lancier ausgeschaltet, ohne weiteres. Den Frachter schicken wir weiter nach Siam. Gehen auf Mosumkani. Das Beste, was wir jetzt machen können, ne? Nur minus 6, minus 51 für uns. Minus 13. Minus 30. Das ist es. Das ist es. Ich sag's euch. Zivilisten gefangen. Denn Shoshone gehörte. Die Einheit behalten wir. Marionette erstellen. Nur minus 4. Schauen wir uns mal Mosumkani an. Endlich. Universität, Börse, Werkstatt. Museum, Funkturm, Opernhaus, große Bibliothek mit zweierlei großen Werken. Brandenburger Tor, Freiheitsstatue. Requires Freiheit. Wir haben nicht mal Freiheit, wir bekommen trotzdem den Bonus. Wir haben das Rote vor. Wirksam von Verteidigungsgebäuden in allen Städten steigen 25%. Das erklärt einiges. Und haben ein Kolosseum, Kornspeicher, Seehafen und so. Na, immerhin. Na, immerhin. Zurück. Und dann bleibt da nur noch Agaidica. Sehr gut, jetzt müssen wir nur noch Frieden schließen. Das wird nicht so schnell funktionieren. Ich hoffe mal, er ist jetzt nicht allzu nachtragend. Und ich hoffe mal, er weiß nicht, wie man die Meere überquert. Wir stellen uns hier provokant hin. Das ist ja Infanterie und nicht nur Weltkriegsinfanterie, die er da am Start hat. Wir gehen hier mit rein. Können außerdem hier hoffentlich dafür sorgen, dass wir frühzeitig sehen, wenn Dänemark sich dafür entscheiden sollte, gegen uns vorzugehen. Okay, oh. Mabeo. Waffenkammer. Plus 2. Zufriedenheit. Automatisiert alles machen. Großes Werk erschaffen. Jetzt wollen wir Platz haben. Kachina-Tänze. Kachina? 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 Inkarunakunaka. Wakaiching mikai maki puraita. Wir haben 4 Pelze. Wieso haben wir 4 Pelze? Wir haben 4 Pelze, weil wir richtig gut sind. So sieht es nämlich aus. 9 Goldbrone. 8 Goldbrone. 7 Goldbrone. Mana. Und die anderen kommen auch gleich, ne? Hier oben sind nämlich Pelze. Gegner in der Nähe. Aber der sollte kein Problem sein. Wir gehen hier einfach zu Wasser. Dann kann er gar nichts mehr machen. Und wir sehen, dass wir hier relativ safe sein sollten. Wir können ihn angreifen. Minus 41. Was ist er? Er hat... Eine Flinte hat der. Wir haben einfach fliegende Ungetüme am Himmel. Okay. Ja, jetzt auch nicht wassern müssen. Aber, nun gut. Wir gehen außerdem hier hin. Du kommst mit. Und brauchen außerdem eigentlich noch viel mehr Bautrupps mit 35 Gold, können wir die kaufen. Wir haben nur noch 13 Gold.
Wir haben schon alle 600. Okay. Gut, wenn die ganzen Kriege beendet sind, in 30 Runden, haben wir auch wieder mehr Geld. Noch ein Trefferpunkt haben wir. Na gut, das ist oftmals so beim Stadteinnehmen. Und der Bautrupp wird seine erste Amtshandlung vollführen. Und hier eine Straße, eine Eisenbahn bauen. Und dann gibt's Marmor, dann gibt's mehr Pelze, dann gibt's Fabrikanlagen, alles. Ich hätte in Athen gerne eine Einheit. Auch wenn ich gerade daneben geklickt habe, so ist es trotzdem gut zu wissen, dass da bald eine sein wird. Plastik ist gleich fertig. Dann können wir aus der Weltkriegs Infanteristen machen. Irgendwann. Neue Einheit von Sophia. Ich Landfahrzeug. Plastik. Großer Künstler. Goldenes Zeitalter. Wir wollen als nächstes erforschen. 14 Runden für Verbundwaffen. 13 Runden für Radar. Elektronik für Flugzeugträger und Schlachtschiffe. Ballistik. Biologie. Ja. Da will man mal sehen, wo das Öl liegt. Bank. Nur 5 Runden. Militärakademie. Die Bank braucht nur 5 Runden. Ja. Aktuell brauchen wir euch für sonst nichts weiter. Der Bautrupp kann hier direkt hin. Und du schaust dir hier oben die Ecke an. Ist da wirklich noch ein? Wobei ich es doch lieber hier in Sparta hätte. Und das hätte ich gerne hier gesehen. Der Frachter ist hoffentlich safe unterwegs, wenn wir ihn wieder nach Siam schicken. Für ordentlich Gold, 45, da geht was. Und das Landfahrzeug mit dem einen Öl, das wir noch haben, ist dann hoffentlich auch gut aufgehoben. Ich würde hier gerne Straße durchbauen. Und eine Eisenbahn. Ich brauche jetzt richtig viele Bauarbeiter eigentlich. Wir kaufen uns noch einen. 55 Gold, nächste Runde. 45 machen wir nur pro Runde. Dann dauert es noch ein bisschen länger. Zerstörer. Alles gut, alles gut. Okay. Da sind wir safe dabei. Friedensvertrag. 7 Gold pro Runde. Gib mir noch Edelsteine und Räucherwerk. Uran 13. Botschaft annehmen. Alles gutes Zeug, ne? Selbstverständlich, mein Wen. Værsgo. Dann können wir auch offene Grenzen machen. Dänemark. Ha, ich bin so gut. Die Dänen haben richtig Angst vor uns. Hildai. Ja, Lüter. Als ob nichts gewesen wäre. Als ob nichts gewesen wäre. Sehr gut. Dann gilt es jetzt eigentlich Agadika einzunehmen. Adaedika. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir hier Straßen haben. Wenn wir hier alles connected haben. Glaube ich zumindest. Wobei wir es auch so hinkriegen. Wo willst du hin? Du willst nach Temuak. Stimmt. Und du willst vor Temuak. Und du willst... Auch nach Temuak. Du willst mal dort gucken, was so geht. Die Gatling-Kanone wird hier gebraucht. Und jetzt, wo wir... Okay, da ist natürlich nichts mehr. Jetzt, wo wir sicher gehen können, dass die... denen nicht mehr uns überraschen. Bauen wir noch ein Forschungslabor. Kultursiegbedrohung. Siam muss nur noch bei einer Zivilisation kulturell einflussreich werden. Eieiei. Ja, da können wir nichts, was wir mal da machen, ne? Da
riesige Killerroboter halt. Grund bis zum Weltherrschervorschlag. 11. Archäologie. Dann ist es jetzt soweit, oder? Ja, nee, was ist denn? Neuschwanstein. Fände ich schon gut. Aber da ist mir die Börse oder das... Ey, wir sind übrigens wieder zufrieden und dabei ist Teamwork erst in 10 Runden soweit. Wissenschaftsfinanzierung. Embargo Dänemark. Ich mach gar nichts. Ich enthalte mich da. Kann mir niemand was anhängen. 33 Gold einfach. 8 Wissenschaft. Wir kommen hier auf keinen grünen Zweig. Komm hier hin. Das muss doch reichen, oder nicht? Du kommst hier rüber. So weit, so gut. Muss und Kani gesundet. Einer bin ich Befehle. Die Bomber können alle nach Mosunkani und von dort aus Gaidika angreifen. Und jetzt, wo das rote Fort bei uns ist, sowieso. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das solle doch klappen. Kakao gegen Salz. Machen wir gerne. Was wir auch gerne machen, ist eine kleine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Sonn.